das Etikettengestalten, unser kleines Tutorial. Zuerst benötigt ihr Etiketten, die ihr nach Wahl gestalten könnt. Mit Blumenmustern oder blaue, neutrale. Nachbarn. Was ihr dafür benötigt: eine Schüssel mit Wasser, eine Schere, Klebeband und Etiketten. Ihr könnt mit einem Stift was draufschreiben und dann mit Klebeband drüber gehen. Das müsst ihr danach abschneiden. Danach könnt ihr es beliebig ausschneiden nach Wahl. Der nächste Schritt: ins Wasser tauchen. Versucht bitte, das Papier, was auf der einen Seite ist, abzurubbeln. Das kann 1 bis 2 Minuten dauern. Nanu, wieso ist meine Schrift nicht drauf? Wieso hat es nicht geklappt? Man muss alles kopieren. Sobald man was mit Stift darauf schreibt, geht die Schrift weg. Also alles immer kopieren, bevor man sowas macht. Nächstes Etikett, nächster Versuch. Wieder ausschneiden. Ihr nehmt es und taucht es wieder ins Wasser und versucht, das Papier abzurubbeln. Das kann 1 bis 2 Minuten dauern. Man sieht schon, wie die Schrift ist. Ich bin fertig. Mein schöner Spruch. Wo wir ihn draufkleben können, das ist natürlich beliebig. Brotboxen, Trinkflaschen und Gläser. Wie ihr wollt. Das war unser Tutorial. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss!